Willkommen auf meinem Kanal. Wenn euch mein Hörspiel gefällt, dann macht doch einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tavernengeschichten. Die epische Reise gegen die Goblin-Bedrohung. Kapitel 1. Das Tagebuch des Kobolds. Die Sterne funkelten am Himmel, als Esti, Victoria und Lorelei in das Tagebuch des Kobolds vertieft waren. Die handgeschriebenen Einträge erzählten von dunklen Absichten und schattenhaften Plänen, die von einem Dorf im Norden des Landes ausgingen. Inmitten der Überreste des zerstörten Stonehell, wo die letzten Schreie der Gefallenen noch in der Luft hingen, durchsuchten sie das Tagebuch nach Hinweisen. Die Feder kratzte über das vergilbte Papier, als Oriana die düsteren Passagen vorlas. Ein Dorf im Norden, von Kobolden heimgesucht. Sie planen etwas Großes. Die Gruppe konnte die Nervosität förmlich spüren, während sie sich die Umgebung einprägte. Die Toten, stumme Zeugen vergangener Schlachten, schienen ihre Geschichten in den Wind zu flüstern. Entschlossen, den Kobolden zuvorzukommen, beschlossen die Frauen, ihrer Spur zu folgen. Doch dieser Weg führte nicht nur über vertraute Pfade. Unbekannte Wälder und dunkle Schluchten taten sich auf, je tiefer die Gruppe ins Unbekannte vordrang. Im silbernen Licht des Mondes folgten sie den Hinweisen aus dem Tagebuch, ihre Pferde galoppierten über weite Ebenen und durch dichte Wälder. Die Dunkelheit umgab sie wie ein Mantel, während die Geräusche der Nacht ihre Sinne schärften. Bald spürten sie, dass sie nicht allein auf der Jagd waren. Ein geheimnisvoller Schatten folgte ihnen in sicherem Abstand und das Knacken der Zweige verriet, dass sie beobachtet wurden. In stillem Einvernehmen beschlossen die Frauen, wachsam zu bleiben und sich der Herausforderung zu stellen, die im Verborgenen lauerte. Was suchte diese dunkle Gestalt im Schatten? Verbündeter oder Feind? Die Nacht barg mehr Geheimnisse, als sie sich je hätten träumen lassen. Und so setzten sie ihren Weg fort, geleitet von den Sternen am Himmel und den Spuren in ihrem Tagebuch, ohne zu ahnen, dass ihre Reise gerade erst begonnen hatte. Kapitel 2. Das Geheimnis im Turmkeller. Die Spur der Kobolde führte Esti, Victoria und Lorelei tief in den undurchdringlichen Wald, in dessen Schatten vergessene Geheimnisse lauerten. Die Gruppe erreichte einen alten Turmkeller, dessen Eingang von einem dichten Nebelschleier umhüllt war. Verwitterte Steinstufen führten hinab in die Dunkelheit, begleitet vom leisen Tropfen feuchten Gesteins. Die Atmosphäre im Keller war gesättigt von einem seltsamen Schleim, der an den Wänden klebte. Als Oriana ihre Hand darauf legte, spürte sie eine seltsame Energie, die durch ihren Körper pulsierte. Der Schleim schien nicht nur physisch, sondern auch spirituell zu sein, als wollte er die vergessenen Geschichten des Turmkellers erzählen. In den Tiefen des Kellers stießen sie auf Überreste vergangener Tage. Verstaubte Bücher, vergilbte Karten und uralte Artefakte. Lorelei, von Neugier getrieben, entdeckte ein vergessenes Ritual, das den Schleim zum Leben erweckte und ihm eine Stimme verlieh. Der Schleim erzählte von einer uralten Macht, die den Keller des Turms bewachte, und von einem Rätsel, das gelöst werden musste, um weiterzukommen. Die Gruppe wagte sich tiefer in die Dunkelheit, durch verwinkelte Gänge und vergessene Kammern. Sie stießen auf Symbole an den Wänden, die in einer längst vergessenen Sprache zu sprechen schienen. Als sie eine versunkene Kammer erreichten, erwachte der Schleim vor ihren Augen zum Leben und begann, die Geschichte des Turmkellers zu enthüllen. Die Überreste eines alten Kultes wurden sichtbar, eine Gemeinschaft von Magiern, die hier einst ihre Macht ausübten. Irgendetwas war schiefgelaufen und der Turmkeller wurde zum Gefängnis für eine uralte magische Kraft. Die Gruppe stand vor einer Entscheidung. Sollten sie das Rätsel lösen und die Macht befreien oder den Keller verlassen und die Geheimnisse für immer begraben? Inmitten von Zweifeln und ungelösten Rätseln beschlossen die Frauen, sich der Herausforderung zu stellen. Sie entschlüsselten die Symbole, sprachen die vergessenen Worte und lösten das Rätsel des Turmkellers. Mit einem leisen Beben wurde die uralte Magie freigesetzt und der Schleim verwandelte sich in eine leuchtende Essenz, die den Keller erfüllte. Als die Gruppe den Keller verließ, hatten sie das Gefühl, Teil einer uralten Geschichte geworden zu sein. Die Nacht um sie herum schien lebendig zu sein, und die Sterne am Himmel leuchteten intensiver, als feierten sie die Freiheit des vergessenen Zaubers. Die Entscheidung, den Keller des Turms zu erforschen, hatte nicht nur ihre Reise verändert, sondern auch ihr Schicksal.
Das Unbekannte wartete weiterhin auf sie und die Geheimnisse des Turmkellers waren erst der Anfang. Kapitel 3: Die Spur der Kobolde. Es dämmerte, als Esti, Victoria, Lorelei und Oriana die magischen Spuren im Keller des Turms hinter sich ließen. Die leuchtende Essenz begleitete sie wie ein unsichtbarer Gefährte, als sie sich auf den Weg nach Norden machten, dem nächsten Hinweis im Tagebuch folgend. Ihre Pferde galoppierten durch grüne Täler und über majestätische Bergpässe, während die Landschaft um sie herum in warmen Sonnenstrahlen erstrahlte. Unterwegs trafen sie auf freundliche Dorfbewohner, die von Kobolden bedroht wurden. Die Kobolde hatten ihre Felder geplündert und ihre Häuser niedergebrannt und die verzweifelten Dorfbewohner baten Esti, Victoria, Lorelei und Oriana um Hilfe. Die Frauen zögerten nicht und versprachen, die Kobolde zu vertreiben und das Dorf zu beschützen. Die Spur der Kobolde führte durch dichte Wälder voller Geheimnisse der Natur. Die Gruppe lauschte dem Gesang der Vögel und dem Rauschen der Bäume, während sie tiefer in das Herz des Unbekannten vordrang. In einem verlassenen Dorf, das von den Kobolden bedroht wurde, fanden sie weitere Hinweise auf die Pläne der finsteren Kreaturen. Esti, Victoria und Lorelei wurden zu Kämpferinnen und bereiteten sich auf den bevorstehenden Kampf vor. In der Stille der Nacht schmiedeten sie Pläne und strategische Manöver, um die Kobolde zu überraschen. Oriana, die von Gedanken an ihre Familie und die vergangenen Abenteuer im Turmkeller geplagt wurde, fand Trost in der Gemeinschaft ihrer Mitstreiterinnen. Die Nacht des Kampfes brach an und die Kobolde wurden von einem unerwarteten Sturm überrascht. Die Frauen kämpften mit unerschütterlicher Entschlossenheit. Ihre Fähigkeiten verschmolzen zu einem taktischen Ballett aus Schwertern, Pfeilen und Zaubersprüchen. Die Dorfbewohner sahen staunend zu, wie die Frauen die Kobolde zurückschlugen und das Dorf verteidigten. Doch die wahre Prüfung stand noch bevor. Die Frauen folgten den letzten Spuren der Kobolde zu einer geheimen Höhle im Herzen der Berge. Dort, in einem finsteren Verlies, trafen sie auf den Anführer der Kobolde, einen mächtigen Schamanen, der von dunkler Magie durchdrungen war. Der Höhlenkampf war heftig und forderte all ihre Fähigkeiten. Die Goblins setzten ihre listigen Taktiken und gefährlichen Zaubersprüche ein, doch Esti, Victoria, Lorelei und Oriana kämpften mit vereinten Kräften. In einem epischen Zweikampf besiegten sie den Schamanen und brachen den Bann, der über dem Land gelegen hatte. Die Dorfbewohner jubelten und die Frauen standen als Heldinnen inmitten der Befreiten. Der Tag neigte sich dem Ende zu, als sie die Sonne am Horizont versinken sahen. Die Spur der Kobolde war zu Ende. Aber neue Abenteuer warteten schon darauf, entdeckt zu werden. Mit einem Gefühl der Erfüllung und einem Blick in die Zukunft, die noch viele Geheimnisse bergen sollte, ritten Esti, Victoria, Lorelei und Oriana in den Sonnenuntergang, bereit für das nächste Kapitel ihrer spannenden Reise.